Peace, liebe Leute, und willkommen zurück zur GMBN-Show Nummer 42. Nach 3 Wochen jetzt endlich mal wieder zusammen. Ja, ich freue mich sehr. Und deswegen haben wir uns direkt ein Top-Thema ausgesucht. Und zwar reden wir mal darüber, was für uns in einem fantastischen, in einem Traum-Bikepark mit dabei sein muss. Oh, ja. Und was da auf gar keinen Fall sein darf. Und auf der Südhalbkugel geht zurzeit komplett die Post ab. Genau, es war nämlich der Cape Epic in Südafrika. Zudem hat in Neuseeland die Slopestyle World Tour gestartet. Und in Australien hat der Enduro World Cup gestartet. Also Saison geht wieder los, würde ich sagen. Aber so richtig. Ja, ja, da geht's richtig los. Aber bevor es losgeht, haben wir noch eine kleine Überraschung für euch und auch für dich, Malek. Okay. Halt dir mal einmal die Augen zu, bitte. Schön. Aber dann ihr auch. Ja, ja. Ja. Augen zu. Zack. Okay. Hoch, hoch. Und Augen wieder auf. Ha. Boah, Alter. Ja, Mann. Ja, Mann. Alter. Wir haben jetzt nämlich auch unser eigenes Studio. Endlich. Das hat so lange gedauert. Nice, okay. Ich bin impressed. Also, da kann ich öfter in Urlaub gehen, wenn sowas dabei rauskommt. Ja, ja, wir haben hier ordentlich den Hammer und Nagel geschwungen. Sag mal, nice. Das so fraglich. Das ist echt Holz auch noch. Echt Holz. Echt kann man sich, muss man aufpassen, kann man sich einen Spreißer holen. Aber ist noch nicht ganz fertig, oder? Es ist noch nicht ganz fertig, tatsächlich. Aber da kommt ihr jetzt alle ins Spiel. Und deswegen schön dranbleiben, dann erfahrt ihr wie. Genau, ihr seht nämlich, die Bilderrahmen sind alle noch leer und die müssen natürlich gefüllt werden. Und dafür brauchen wir eben euch. Wir werden jede Woche immer ein paar Bilder zur Auswahl stellen und ihr entscheidet, welches als nächstes aufgehängt wird. Genau, wir haben auch gleich heute 2 Bilder für euch dabei. Und zwar sind die beide vom Global Bike Festival letztes Jahr. Einmal sitzen wir im Festival Village ganz gemütlich. Mit alkoholfreiem Bier. Alkoholfreiem, ja. Ganz Sportler, wichtig. Natürlich. Und davor, ich glaube, das Bild war kurz davor, bei der Fahrt oben auf dem Berg. Ja. Im Hintergrund, wie heißt der Trail nochmal? Hackelberg. Hackelberg, genau. Also ihr wählt A oder B in die Kommentare. Genau. A wäre das Bild mit dem alkoholfreien Bier, B wäre das Bild auf dem Trail. Einmal reinschreiben und dann werden wir das ausdrucken. Genau, und dann würde ich mal sagen, jetzt Showtopic, oder? Showtopic. Richtig, so wichtig. Was braucht ein Traumbikepark, war die Frage, oder? So ein das bisschen ist so, richtig. Ja. Und jetzt können wir natürlich nicht einfach hergehen und sagen, ja, Green Hill oder Schlappming oder was auch immer ist der Traumbikepark. So einfach ist es nicht, weil auch die sind natürlich nicht perfekt. Und deswegen haben wir uns ein paar Kategorien ausgedacht, indem wir uns jeweils überlegen, wie wäre die Idealsituation. Zum Beispiel Parksituation, wie wäre das ideal? Genau, erstmal der Bikepark allgemein natürlich. Was gibt es für Möglichkeiten, das, ja. Strecken und so weiter. Liftsystem, Parkplatz, hast du gesagt, Kosten. Richtig, Restaurant, Übernachtungsmöglichkeiten. Also wir führen da gleich durch. Genau. Und wir beginnen, wie Malik schon gesagt hat, mit Bikepark allgemein tatsächlich. Und da muss ich jetzt leider direkt mal reingehen und entgegen dem, was ich gerade gesagt habe, die unangefochtene Nummer 1 ist leider Whistler einfach. Noch. Ich meine, wir haben ja Potenzial. Wir haben Potenzial, genau. Wir machen gerade, wir machen sozusagen einen Blueprint gerade. Genau, ne? Also, wenn ihr einen Bikepark habt, mitschreiben. Genau, also Whistler. Unfassbar viele Strecken. Für alle Level. Unfassbar gut gebaut. Sehr, sehr lange Strecken, mehrere Liftanlagen. Extrem abwechslungsreich, die Strecken. Extrem abwechslungsreich. Also das ist wirklich unfassbar gut. Und die haben ein paar tolle Konzepte da noch. Zum Beispiel unter dem Lift sind da Schilder. Dann wird man zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht, hey, erste Abfahrt vielleicht mal langsam machen oder letzte Abfahrt langsam machen. So gut, bisschen. Man kriegt zum Beispiel auch die Notrufnummer mit beim Ticketkauf, oder? Genau, die steht auf dem Ticket drauf. Ja. Das kann man sich auf jeden Fall überlegen. Auch sinnvoll. Auch super sinnvoll. Es gibt ein Konzept, das nennt sich da Trail Sweep oder sowas. Mhm. Da wird am Ende des Tages, weil da mache ich mir teilweise schon ein bisschen Sorgen, was passiert, wenn ich stürze auf irgendeiner Strecke in irgendeinem verlassenen Bikepark und bin bewusstlos und niemand findet mich. Dann verfault man da die ganze Nacht. Und da werden eben Karten ausgeteilt, pro Trail eine. Voll gut. Und dann fährt man das sozusagen als Kontrolle ab. Wenn nicht alle Karten wieder da sind, ist jemand auf dem Trail liegen geblieben. Auf jeden Fall nice. Und davon kann man sich... Ja. Dann gibt es da noch Events auch noch, ne? Da gibt es auch noch Events, genau, richtig. Jede Woche gibt es da ein Rennen zum Beispiel. Sind so auch die Whip-Offs entstanden letztendlich? Ich glaube nicht, ne. Also dort gibt es irgendwie den Whip-Off Friday? Das hat tatsächlich in Châtel. Das gibt es anscheinend in Châtel, hat uns Kameramann Tom erzählt, dass es das da mal gab eine Zeit lang. Aber das finde ich Whip It Wednesday vielleicht? Whip It Wednesday, ja, genau. Aber, auf jeden Fall. Gibt es dort? Gibt es dort, ja. Jede Woche 5 Euro kann man da, 5 Dollar zahlt man, kriegt ein Bier und ein Startgeld. Genau. Dann noch ein Fahrtechniktraining, dann sind die Leute, die neu dabei sind, auch dabei. Das ist auch, genau. Das ist jetzt mehr im Allgemeinen, einfach muss man sagen. Also wenn Fahrtechniktrainings angeboten werden in einem Bikepark, das finde ich zumindest gut, wenn es auch qualitativ hochwertig ist. Ne? Das macht das Ganze aus. Und was natürlich auch wichtig ist für einen guten Bikepark, ist, dass nicht zu viele Bremswellen und so weiter da sind. Pflege, Trail Crew. Pflege, ja, im Endeffekt. Was haben wir noch? Ich glaube, Leihausrüstung und Ersatzteile ist auch nochmal so ein Thema, dass das wirklich gut aufgestockt ist. Vor allem vielleicht auch für einen erschwinglichen Preis. Das wäre, weil meistens ist es so, man bringt dann doch sein eigenes Bremsbeläge, Zeug. 45 Euro, ja, danke. Da kann man auch mal einfach, also 5 Euro kann man draufstocken, aber so. Ja. Mehr nicht unbedingt, ja genau. Also, und was vielleicht auch noch sogar eine Option ist, heutzutage natürlich, ne, so eine Art Foto- oder Videoservice.
Gibt es auch verschiedentlich, dass man zum Beispiel hinschreibt, okay, heute um 15 Uhr werden dort und dort Bilder gemacht. Das ist doch cool. Und dann noch am Lift eine Social, ein Fernseher, wo mit einem Hashtag die Bilder gezeigt werden. Das wäre doch geil. Das ist, vor allem gerade bei einer langen Liftschlange. Schreibt mit! Alles kostenlos hier, ist alles kostenlos. So viele Tipps. Sollen wir zum Liftsystem mal rübergehen? Ja, ja. Aber genau. Da haben wir doch letztens, ich merke es noch, mein ganzer Körper ist immer noch durchgeschüttelt. Da haben wir noch ein Negativbeispiel hinter uns, oder? Wir haben ein Negativbeispiel hinter uns, oder sogar mehrere. Also ich muss sagen, grundsätzlich so mit so einem LKW oder Bus hochzuschatteln, finde ich nicht schlecht. Wenn? Die Straße in Ordnung geht. Ja. Wenn die Straße in Ordnung geht. Deswegen, ich glaube, Idealzustand ist für mich zumindest, da kannst du gleich auch mal kommentieren, ist eine Gondel. Weil da ist man vor Regen geschützt, ja. Da ist man vor Wind geschützt. Ja. Im Sommer auch kein Sessellift aus Gründen. Aus eben jenen Gründen. Dass man Fahrräder nicht reinhängen muss, auch. Okay, das will ich jetzt überschaubar, aber nicht. Dann also, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Lassen wir so stehen. Lassen wir so stehen, genau, richtig. Also, Gondel ist der Idealzustand. Ja, ne? Und ich glaub, Gondel, wo man das Fahrrad mit reinnehmen kann. Die großen Gondeln in Saalbach, die sind geil. Zum Beispiel. Das finde ich tatsächlich. Die sind auf jeden Fall, die sind richtig cool. Und was auch da noch konnte sogar Martin hoch. Ja. Das war nicht perfekt. Ja, genau. Und dass man auch tatsächlich Biker und Wandersleute zumindest gleichwertig behandelt, vielleicht auch uns noch sogar ein bisschen Priorität gibt. Weil was blöd ist, zum Beispiel in Villingen, da ist es oftmals so, oder war es eine Zeit lang so, dass da so der Sauftourismus den Vorrang von den Bikern bekommen hat. Und das hat sich immer so ein bisschen blöd angefühlt. Man kann ja mit Gondeln auch perfekt abwechseln. Ein Fahrrad, eine Wanderergondel. Genau, ja. Zum Beispiel. Ja, gut. Also genau. Und was vielleicht auch noch, wenn wir bei Lifttransport sind, nicht mehr Tickets verkaufen, als der Lift packt. Also ich verstehe, man muss Geld verdienen, aber es macht keinen Sinn, wenn du, sagen wir mal, 1000 Tickets am Tag verkaufst und der Lift schafft nur 200 pro Stunde oder sowas, dann stehst du mehr in der Warteschlange als alles andere. Ja, also, und um vielleicht noch das noch zu ergänzen, warum die Straße gut sein sollte beim Bus Shuttle, hier im Pure Riding Bike Park in Spanien, wo wir waren, da war die Straße gar nicht gut und dementsprechend wird man durchgeschüttelt. Man wird durchgeschüttelt, ja, richtig, genau. Also ansonsten finde ich so ein Bus Shuttle ganz gut, ja, auch vor Regen geschützt und so weiter. Ja. Genau. Wie machen wir weiter? Parkplatz? Parkplatz finde ich gut. Ja, sollte da sein, damit man schön mit dem Van hier ist. Blake muss ja auch mit seinem Van angefahren kommen. beispielsweise, richtig. Also Parkplatz, kostenlos. Ja. Wäre wichtig. Kostenlos, mit einem Bikewash daneben noch. Bikewash daneben, auch der kostenlos. Bitte kostenlos. Vielleicht noch ein bisschen Waschspüli, die kann man selber mitnehmen. Ja, das kann man selber. Das finde ich in Ordnung. Das ist in Ordnung. Und natürlich halbwegs nah am Lift. Also was natürlich auch schwer ist, wenn man dann erstmal, weil man will ja nicht mit seinem Downhill-Bike dann noch erstmal 700, 800 Meter wo entlang pedalieren, bis man am Lift ist. Das ist eine geile Idee. Wäre ein großer Parkplatz und dann ein Shuttlebus zum Lift. Das ist ein bisschen zu, das fühlt sich nach Europapark an. Da weiß ich nicht, ob ich da so. Ja, aber dann ist so ein Shuttlebus wie ein Finassosa einfach zum Lift nochmal. Egal. Beim Skifahren gibt es ja richtig oft tatsächlich. Richtig, also wir müssen ja groß denken. Wir wollen skalieren hier. Business. Genau. Okay, was brauchen wir noch? Kosten. Der Bikepark ist nicht kostenlos, obwohl sämtliche Angebote, die wir gerade schon besprochen haben. Nee, also wir sind uns im Klaren darüber, so wenn man so einen extrem geilen Bikepark aufzieht, dann schlägt sich das im Preis nieder. Ja, aber das trifft sich wieder perfekt. Da sind wir bei Skalieren. wenn dann natürlich auch mehr dazukommen, wenn der Bikepark gut ist, dann ist es auch beliebt, dann kommen auch mehr und dann können auch die Preise wieder ein bisschen runtergemacht. Wenn es so wäre. Wird vielleicht so. Ich meine, beim Skifahren ist auch, wobei Skifahren ist auch toll. Ja, genau. Also wir haben mal so, glaube ich, den teuersten Preis in Lenzerheide gefunden. 54 Euro zahlt man da am Tag, umgerechnet. Wenn jemand einen teureren Bikepark kennt in Europa, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, wie heißt der in Österreich? Leogang, Schlappning. Ist ja auch egal. Also man muss sagen, Orientierung an jeden Fall an Porte Soleil, weil da zahlt man 35 Euro für eine Tageskarte und hat zigtausend Lifte, zigtausend Strecken. Genau, und dann brauchen wir natürlich noch irgendwas zum Schlafen. Richtig. Weil es ist ein Campingplatz. Weil für einen Tag fährst du nicht im Bikepark. Ne? Ja, auf genannten Parkplatz vielleicht irgendwie Campingmöglichkeiten. Genau. Luxusvariante natürlich Hotel. Wenn es gibt zumindest, ist schön, wenn es die Option gibt. Ich finde, es ist kein Problem, wenn man für eine Übernachtung zahlen muss. Nö, so an so einem Parkplatz. Es muss dann halt die sanitäre Einrichtung stimmen. Also das fände ich dann cool, wenn es dann auch eine Dusche gibt und sowas. Du bist ein bisschen ein Leogang, ne? Ja, das finde ich tatsächlich eine ganz coole Lösung. Strom natürlich wäre auch geil. Und auch WLAN, wenn es kein Netz gibt. Ja. Auch Luxus ist natürlich, wie gesagt, Hotel irgendwie Option. Direkt am Lift. Das ist halt Premium. Dann könnt ihr einfach die letzte Fahrt fahren, direkt in euer Zimmer duschen. Das ist halt
kostet entsprechend. Aber richtig, aber wenn man sich leisten will, ist das sehr neu. Also die Option wäre schön für den perfekten Wahlfahrt. Und dann noch Wellnessurlaub, schön Sauna abends. Das war zu lange Urlaub, ey. Wirklich zu lange Urlaub, ich glaub's ja nicht. So, ja. Und das haben wir alles nicht. Nee, wir haben noch eine Kategorie, und zwar das Außenrum, die Umgebung und so weiter und so fort. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist der ideale Bikepark eher in der Stadt oder ist er eher auf dem Land, sagen wir es mal so. Ja, so eine Mischung, ja. So eine Mischung. Also geil wäre natürlich ein Gewässer außenrum. Mhm. Ein Fluss, ein See, irgendwie sowas, wo man reinspringen kann. Es wäre ein Restaurant oder sowas, schön, wo man ein bisschen was snacken kann. Mehrere Restaurants vielleicht, dass man so ein bisschen für eine ganze Woche, wie wäre man kulinarische Auswahl. Oh Gott. Kaum hat mein Studio, kehrt hier der Luxus ein. Ja, ich meine, wir wollen ja auch nicht nur in einem Restaurant essen, wenn wir dahin zum Drehen gehen. Okay, was haben wir noch? Also was noch ganz wichtig ist, glaube ich, ganz wichtig wäre zum Beispiel Möglichkeiten, so eine kleine Session zu fahren, direkt am Parkplatz, wenn der Lift schon zu hat. Ja, ganz wichtig. Also Pumptrack. Dirt Jumps. Abends. Kleiner Skills-Park, sowas, das finde ich. Das, ja. Also gibt es auch Bikeparks, die es sehr gut machen. Leogang, Greenhill Bikepark zum Beispiel. Genau, Whistler, gibt es den Whistler? Leider nicht. Aber es gibt irgendwo in der Nähe, gibt es so nice Trails. Gibt Dirt Jumps und sowas, ja aber da können sie, aber das ist halt auch mitten in der Stadt. Und da Skatepark gibt es halt auch noch in der Nähe. Ja. Ja. Lasst uns auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen, wie ihr da drüber denkt, was für euch der ideale Bikepark ist, was wir in unserer Liste noch nicht aufgezählt hatten. Genau, vergesst dabei das Voting nicht, A oder B, in die Kommentare. Und, genau, und da gehen wir jetzt auch rein. Oh. Kommentare. Da war ja mal wieder einiges dabei. Ein Haufen Videos von dir, ja. Dank Urlaubsvertretung. Pros tun es, warum nicht auch du, war eins davon. Da hat der Josef Wiefahren geschrieben, tolles Video. Mich würde mal interessieren, welche Gels und Riegels wir empfehlen würden, welche Erfahrungen wir gemacht haben und so weiter. Ja. Allzu viele Erfahrungen haben wir noch nicht gemacht, aber bei GCN nehmen wir uns mal ab und zu unerlaubt vielleicht das ein oder andere Riegelchen. Und die schieben schon ordentlich an, würde ich sagen. Ja, genau. Die haben von der Firma SIS das sogenannte Beta-Fuel. Mhm. Das ist auf jeden Fall crazy. Aber tendenziell alles mit schnell verfügbarem Zucker. Genau. Und dann geht die Post. Also musst du nur doch selber irgendwas. Ja, mixen. Absolut. Das ist auch mal eine Videoidee. Irgendwie einen eigenen Riegel. Eigenes Gel oder so. Kochshow. Top. Nächstes Video, und zwar das E-Bike-Video, warum der nächste Bike ein E-Bike sein sollte, mit der Firma Rose. Da wurde gemutmaßt von Armand, fraglich, und PTR, dass die Industrie doch zurzeit sehr, sehr krass das E-Bike pushe durch diverse Influencer und so weiter und so fort. Und tatsächlich sind am Sonntag auch, es war ein Zufall, keine Bike-Verschwörung, von Jasper, von Freeride Flow und von Bike and Ride, Tom, und von uns E-Bike-Videos rausgekommen. Also 4 an einem Tag in der deutschen Szene. Und das ist wirklich sehr viel. Ja. Man muss sagen, ja, es wird durch die Industrie gepusht. Also Rose hat für dieses Video bezahlt. Das steht so da. Nichtsdestotrotz, wir sind von dem Konzept überzeugt. Ja. Ansonsten würden wir dieses Video nicht machen. Auf der anderen Seite hätte ich auch massiv Bock, mal ein genauso einseitiges Video zu machen, das ein E-Bike komplett verreißt. Ja, also, richtig. Und wir hatten ja sogar mal eine Show zu dem Thema, wo wir auch eigentlich genau den Punkt auch mit angesprochen hatten. Es war, glaube ich, Show 34, also falls euch da interessiert, schaut da nochmal rein. Ansonsten weiter mit den Kommentaren der letzten Show. Ja. Da hat nämlich jemand geschrieben, der Nicolas de San Antonio, der übrigens du sein könntest vom Profilbild her. Das stimmt allerdings, ja. 5 Gänge auf einmal geht auch bei der Eagle, 5 Gänge Kassetten nach oben. Was er meint, du hattest gesagt, die THP-Schaltung, die neue, hat als Alleinstellungsmerkmal irgendwie, dass man 5 Gänge auf einmal schalten kann. Ist aber wohl nicht ganz richtig. Es geht auch, wie Nicolas geschrieben hat, bei der Eagle und auch bei der Shimano XCR. Ja, meine ich zumindest, genau. Naja, genau. Aber immerhin, 5 Gänge. Immerhin, genau. Ansonsten gab es den Vorschlag von Hans Mäker, dass wir doch mal ein Bike Vault machen sollen. Das ist eine Kategorie aus der Show von unserem großen Bruder GmbN. Da werden immer Räder vorgestellt und die dann bewertet im Endeffekt. Wir haben uns ein eigenes Format ausgedacht. Max hat sich das ausgedacht, muss man sogar die Props lassen. Also ja, die Idee kam von dir, 10 von 10. 10 von 10 heißt das Ganze. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach mal Räder einschicken, am besten über unseren Instagram-Kanal GmbN auf Deutsch. Und dann soll das in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder losgehen. Deswegen schickt gerne ein. Sollen wir auch schon das Prinzip dahinter erklären? Nein, das ist also überraschend. Also 10 von 10, macht euch bereit. Richtig, genau. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Kommentar von Christian Schneider, der sich auf das Doping-Thema bezieht. Und zwar meint er, dass diese 5 Monate im Winter, in denen nicht auf Doping kontrolliert wird, quasi dazu verleiten, dass man da eben was tut. Es ist tatsächlich so, ich hatte das nur angeschnitten in der Show, dass auf Kaderebene, das heißt unter allen Top-Sportlern des Landes,
Da wird kontrolliert, die sind Teil des NADA Testing Pools und die müssen im Winter jederzeit zu einer Kontrolle bereitstehen und müssen auch ihren jeweiligen Standort und sowas angeben. Also ganz so leicht ist es dann nicht, aber zumindest auf Amateursebene könnte man das machen. Ja. Gut, dann, ich hab's noch fast vergessen. Ich habe noch einen Kommentar der Woche. Ich habe im Urlaub, konnte ich nicht ganz von der Bikewelt wegbleiben. Völlig zu Recht. Und war unter anderem im Live-Chat vom Rotorua Slopestyle Event unterwegs. Mhm. Und dann einfach irgendjemand, best in business, wer auch immer es sein, hat mir geschrieben, Marek Hase, komm mal, oder komm, Bad Rehburg, Dirtpark, ich zieh dich Game of Bike. Ich zieh dich Game of Bike, ja, Junge? Ich denke mal, er meint, ich soll in den Biker kommen, er zieht mich ab. Und dann irgendwann, ich hab dann geschrieben, ja, komm ran irgendwie. Und dann, best in business, schreibe wieder, ich mach Triple Frontflip Superman Seat Grab auf Bonerlock. Glaube, du hast keine Chance. Hast du schon mal Triple Frontflip Superman Seat Grab auf dem Bonerlock gemacht, Malik? Ja, klar. Also, best in business, schreib mir gern nochmal, wenn du da draußen bist. Ich nehme die Herausforderung an. Und wir erklären jetzt gleich, glaube ich, mal erstmal, was Game of Bike bedeutet in Sprechen Sie Mountainbike. Richtig. Ich übergebe das Wort, Malik, bitte. Dankeschön, Herr Jakubowski. Game of Bike ist ein Mountainbike-Spiel, bei dem die Kontrahenten versuchen, die von ihren Gegnern vorgegebenen Tricks und Challenges nacheinander durchzuführen. Pro gescheitertem Nachahmversuch bekommt jeder Spieler oder jede Spielerin einen Buchstaben des Wortes Bike. Also das erste B, dann I und so weiter natürlich. Wenn das Wort Bike ausbuchstabiert ist, scheidet man aus. Also im Endeffekt nach 4 gescheiterten Versuchen. Das Spiel geht so lange, bis alle Mitspielenden bis auf eine Person ausgeschieden sind. Diese Person geht dann als Champ nach Hause. Richtig. Ja, das ist doch fein, oder? Haben wir ja auch schon öfter gespielt. Best of Business. Wir sehen uns. Best of Business. Ah, hier der andere. Ja, ja, genau. Komm mal ran hier, Junge. Vielleicht ist euch aufgefallen, wir haben die Tech News diese Woche weggelassen. Das liegt aber einfach daran, dass es ansonsten so viel zu berichten gab, so viele Events und so weiter. Deswegen jetzt nur eine kurze Tech-Information, wenn man so will. Und zwar eine neue Bremse von Intent. Und zwar die Intent Trinity. Für mich klingt das so ein bisschen nach so einem Codename von so einem Bond-Projekt oder ja, sowas. Ja, bei Matrix heißt doch die Frau Trinity. Ja, also finde ich auf jeden Fall gut. Kostet aber 950 Euro für 2 Bremsen, soll von Trail bis Downhill funktionieren. Und ich zitiere jetzt mal Konstrukteur Cornelius Kapfinger. Es sei nicht die stärkste Bremse, aber eine der stärksten. Was mit anderen Worten heißt, es ist im Endeffekt die zweit- oder drittstärkste Bremse, die es der Welt gibt. Also was ziemlich... Auch cool, einfach ein ehrliches Statement. So, ich weiß, es ist nicht das Krasseste, aber ich weiß, es ist... Denn das Ding ist halt, wenn er wollte, hätte er auch die stärkste konstruiert. Eben. Genau. So. Eben. Und so. Sieht aber gigantisch gut aus. Ähnelt ein bisschen diesem Trickstuff-Look, aber auch da hat er ja mitdesignt und mitkonstruiert. Deswegen finde ich auf jeden Fall cool, da so ein eigenes Produkt rauszuhauen. Die erste Charge ist eigentlich schon ausverkauft, also müsst ihr euch gedulden, falls ihr da interessiert seid. Bremsbeläge können von der SRAM Code benutzt werden, was ich auch sehr cool finde, also kompatibel. Und ein Entlüftungsset ist direkt bei der Bremse mit dabei. Ja, warum macht das nicht jeder Hersteller? So sinnvoll, dann kann man auch endlich mal selber entlüften. Also richtig cool. Ja. Und dann war es auch schon mit den Tech News. Ja. Jetzt geht's weiter mit den ganzen Events, die wir ja schon angeteasert haben. Und zwar zuerst mal auf die andere Seite der Welt, nach Neuseeland, Rotorua zum Crankwork Slopestyle, wo, wer hätte gedacht, Emil Johansson sich mal wieder den Sieg geholt hat. Nur ganz knapp vor David Godziek, also war diesmal echt eng. Aber es war sein 10. Sieg bei Crankworks, also dominiert komplett. Tom Eistedt ist auf dem Platz 3 gelandet. Der hat letztes Jahr beim District Ride erst Wildcard sozusagen gekriegt und ist jetzt voll dabei. Und Lukas Huppert auf der 5, Erik Fettko auf 10, leider verletzt. Aber trotzdem noch solides Ergebnis. Eben, aber 10. Ist schon sehr... Er hat sich erst den rechten Fuß, dann den linken Fuß, also komplett... Schwierig. Naja, auch im Enduro-Weltcup ist es auf jeden Fall losgegangen und zwar in Tasmanien. 2 Inseln weiter, wenn man so will. Ist ja kein, ob das ein Kontinent ist, fraglich. Naja, auf jeden Fall bei den Damen. Ist da alles in bester Ordnung. Isabeau Couturier hat das Rennen erwartungsgemäß gewonnen. Wally Höll auf der 10 und Rafa Richter auf der 11, also auch die Dachregion, ist damit am Start. Ich meine sogar, Wally Höll hat da zeitweise sogar noch besser sich platziert und ist dann gestürzt oder sowas. Ansonsten haben wir noch Lisa Baumann aus der Schweiz auf der 21 und Helen Weber auf der 30. Nicht schlecht. Genau. Bei den Männern haben die Australier dominiert, muss man sagen. Auf der 1 war der Luke Meyer-Smith, der erst 2002 geboren ist, also... Jetzt erst 21 wird dieses Jahr oder so, oder gerade, also richtig jung. Ja. Generell waren 5 Australier unter den Top 6, also lang nicht mehr sagen, passiert. Heimvorteil gut ausgenutzt auf jeden Fall. Taxi hat die 34 gemacht, würde ich mal sagen, auch solider Start. Dann Torben Drach, auch deutsch, noch die 38 und Max Pfeil die 69, beide solide Ergebnisse.
Kollegen von Max. Ja, herzlichen Glückwunsch, Jungs. Also ja, geil, da runter zu fliegen und dann auch schön da so durchzukommen. Ja. Und jetzt am Wochenende geht es natürlich weiter. Auch da natürlich viel Glück. Ansonsten gibt es ein neues Enduro-Team hier noch in Deutschland, das wir euch vorstellen möchten. Es ist das Nikolai Enduro-Team. Die werden auf dem Nucleon 16 mit dem Cypre-Antrieb unterwegs sein, das wir ja auf der Eurobike auch vorgestellt haben. Vielleicht erinnert ihr euch. Das ist eine All-Star-Besetzung der deutschen Enduro-Szene, muss man sagen. Das ist Marvin Mupfen-Kaufmann, der hat die Transmadeira letztes Jahr gewonnen. Das ist Tim Schütz, das ist ein Ex-Teamkollege von mir. Und Lena Arndt. Die haben, soweit ich weiß, keine Enduro-Weltcup-Teilnahme geplant. Finde ich aber auch vollkommen in Ordnung zu sagen, ey, ich habe keine Lust, da 70. oder was auch immer zu werden. Erstmal wir räumen hier daheim ab, ja, so nach dem Motto. Also, vielleicht auch erstmal sich als Team die Zeit geben, vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Ja, genau. Nee, also finde ich wirklich schön, immer wenn sich so Projekte formen. Richtig. Gute Sache. Viel Erfolg. Dann geht jetzt der Flug weiter in den nächsten Kontinent, nach Südafrika. Dort hat wieder Cape Epic stattgefunden. Bei den Frauen leider keine Podiumsplatzierungen aus der Dachregion, aber dafür bei den keine Männern. Keine Beteiligung auch einfach, muss man sagen. Ja, stimmt. Dafür bei den Männern aber gleich zwei Dachpodiumsplätze sozusagen, wenn man so will. Auf Platz 3 waren Nino Schurte und André Frischknecht. Geschoben zwischendurch wurde da. Ja, sehr. Also ich hoffe, wir können dieses Video irgendwie einblenden. Ansonsten müsst ihr es euch vorstellen. Und zwar. Cape Epic basiert darauf, dass man zwei Fahrer hat und beide müssen durchs Ziel kommen. Ne? Und dann Schurter, der wahrscheinlich fittere, muss man sagen, hat zwischendrin den Herrn Frischknecht quasi den Berg hochgeschoben. Ich habe mir gedacht, wie geil wäre das, wenn man es beim Rennrad oder so auch machen könnte. Es wird ganz neue Taktiken geben. Sehr einfach. Cool. Ja, auf jeden Fall. Und hat gereicht für den dritten Platz. Ja. Dann auf dem zweiten Platz Georg Egger und Lukas Baum, die ja letztes Jahr gewonnen hatten. Also auch wieder ordentlich abgeliefert. Und auf 1, das waren glaube ich die Amis, Matthew Beers und Christopher Blevins. Also Glückwunsch auch an euch, aber nächstes Jahr. Österreich muss noch aufs Podium, dann haben wir die Dachregion voll. Und dann haben wir, glaube ich, auch noch News zum World Cup. Richtig, da gab es jetzt nämlich das große Presse-Release, wenn man so will, wie auch immer, wie das Ganze ablaufen wird dieses Jahr. Es wird, wie das zu erwarten war, bei uns auf dem GCN Plus Player oder bei Eurosport oder Discovery Plus das große Finale in Cross Country und Downhill verfügbar sein. Kostet 40 Euro im Jahr, das kann man sich mal leisten. Ich meine, vielleicht kann man das sogar irgendwie noch. Ja, und jetzt, bevor ihr schreibt hier, ich will nichts zahlen, da gibt's ja noch genau, extra es Info. Gibt nämlich auch noch kostenlos das ganze Semifinale der Herren und Damen auf YouTube im Downhill plus die gesamten U23 und Juniorenrennen im Downhill. Also da gibt es wirklich einiges geboten, da kann man sich nicht mal die Schwaben beschweren, ganz ehrlich. Nee, das ist wirklich in Ordnung. Ja, sehr schön. Kommentatoren wurden auch bekannt gegeben und zwar sind es Cedric Gracia und Rick McLaughlin. Ja. Gutes Team beim Downhill und Cross Country Bart Brentjens und auch wieder Rick McLaughlin, genau, der die Reihen voll macht. Also ich freue mich drauf, kann losgehen. Ich freue mich auch drauf, ja. Cross Country World Cup ist ja das erste dann, Novo Mesto in ein paar Wochen. Wird geil. Banger der Woche. Gucken wir mal. Gebühren zum Beginn der Slopestyle-Saison, habe ich mir gedacht, holen wir uns einen Banger rein aus dem Slopestyle-Bereich und zwar von Tobi Milay, deutscher Kamerad, der auch früher schon mal für Beto gefahren ist. Also ich lege all meine Hoffnung in Tobi, muss ich sagen, was Slopestyle angeht. Der nächste Erik Fettko, hast du gerade schon gesagt. Ja, ja. Ja, und zeigt auch hier 360 Barspin to Tailwhip to Barspin. Noch auf Bergjump, aber hat er bald auch auf Erde. Wahnsinn. Also. Euch erwartet am Wochenende zuerst mal ein wichtiges Announcement von uns, würde ich mal sagen. Lasst euch überraschen. Dann am Dienstag kommt ein Video, wie man Fahrräder in ein Auto einlädt. Richtig, das ist gar nicht so einfach. Und am Mittwoch von Malik, wie man Freunden, Freundinnen, die noch nie auf dem Rad saßen, das Mountainbiken ein bisschen näher bringt. Ist jetzt ja ein Thema im Frühling, kann man auf jeden Fall mal machen. Und am Freitag gibt es eine weitere Show. Eine weitere Show, genau. Deswegen, wenn euch diese Show gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Abonnement auch gerne, falls ihr das noch nicht da habt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß am Wochenende beim Radfahren. Du wahrscheinlich auch mal. Nichts mehr hinzuzufügen. Ich gehe auch Radfahren, ja. Das ist gut, ja, genau. Also ich dachte, ob du den Leuten auch, auch wünschst. Ich wünsche euch auch viel Spaß beim Radfahren und ich werde auch Radfahren gehen. Super, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Adieu. Okay. Jetzt sind wir endlich wieder zu zweit. Malik, wie geht ein guter Fahrradwitz? Er geht nicht, er fährt. Ja, ich verrate ihn nicht. Aber meine Antwort war auch nicht schlecht. Ja, war gut. Tschüssi. Top. Oh, geil.